Hallo Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge Firefighter the Squad. Wir haben die Nachtschicht der Flammen. Das ist unser letzter Einsatz von den Missionsupdate 3 bis 5. Oder? Ich schaue nochmal kurz, aber es müsste der letzte Einsatz sein. Ja, das ist der letzte Einsatz, Missionsupdate 3 bis 5. Und da starten wir jetzt auch rein. Ja, ich freue mich, weil es ist jetzt der letzte Einsatz. Ich habe mich jetzt alle am Stück durchgeballert, damit ich die für euch fertig habe, damit wir Firefighter Squad ballern können. Ja, let's go, der Hase. Und da fahren wir los. Wieder ins Industriegebiet, selbe Strecke, wieder drei Fahrzeuge, aber zwei TB3s, okay. Aber gut. Industriepark, wir kommen. Den kennen wir ja jetzt eigentlich schon in- und auswendig. Sämtlichste Lagerhallen, die da stehen, haben schon mal gebrannt, haben wir alle schon gelöscht, gar kein Problem. Und ja, in einer halben Stunde zum Aufnahmezeitpunkt kommt das Kramer DLC für einen Bausimulator. Ich hab Bock, ich hoffe, dass halt nichts schief läuft und dass das dann auch kommt. Ich habe richtig Bock. Ich kann mal ganz kurz während der Einsatzfahrt auf Dings gucken. Ob auf Insta schon irgendwas zu sehen ist. Nee. Nix. Okay. Dann warten wir noch eine halbe Stunde. Ich denke, bis dahin bin ich hier fertig. Und es ist schon wieder 16 Uhr. Ich habe zwar morgen frei, aber Winterdienst könnte trotzdem sein. Und ich muss noch was essen. Jetzt bin ich überlegen, ob ich heute mal was bestelle, mal wieder. Ist schon länger her, das letzte Mal bestellen. Oder ob ich mir noch eine Tiefkühlpizza in den Ofen render. Ich habe schon Bock, mal wieder was zu bestellen. Weil Samstag wird auch nichts. Morgen könnte ich nochmal vielleicht. Ja, doch, ich glaube, ich bestelle. Wenn ich nach den Aufnahmen bestelle, dann könnte ich sogar bei. Boah, dann könnte ich Pizza mit Pommes essen. Boah, da habe ich schon mies Bock drauf, Alter. Naja, jetzt machen wir erstmal hier fertig und dann schauen wir mal. Das sieht schon mal nach wenig Rauch aus, aber wir werden wahrscheinlich wieder lüften müssen, deswegen. Aber dieses Mal gehen wir direkt lüften und danach Personensuche. Das müsste zeitlich hinhauen. Hoffe ich. Weil dann sehen wir direkt und können direkt alle suchen. Das ist auf jeden Fall machbar, denke ich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine große Lagerhalle. Aber wir schauen mal. Wir sind jetzt mit allem vorbereitet. Wir haben Flugzeug gelöscht, was abgestürzt ist. Also mehr, glaube ich, kann nicht mehr passieren. Außer natürlich der Wolkenkratzer, der 28 Millionen Etagen hoch ist und du jede einzelne runterlöschen musst. Das wäre auch nochmal Next Level Action. Aber schauen wir mal. Alter, wie soll ich mich hier hinstellen? Park mal einfach rückwärts. So. Schauen wir mal. Gehen wir direkt lüften. Nehmen wir die Motorflex. Und dann gehen wir direkt lüften. Da liegt schon mal einer, den können wir schon mal über den Kollege 360-Check absondern. Warte mal, den Kollegen lassen wir direkt mal da löschen dann. Ventile schließen, belüften, Opfer retten, Feuer löschen.
Ah, shit, wir müssen den Strom dafür abschalten. Okay, das war dumm. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal gucken. Das heißt, wir holen uns jetzt schnell ein Brecheisen. Und dann gehen wir rein und schauen, dass wir Leute finden. Und den Strom vor allem abschalten, damit wir lüften können. So. Strom ist hier. Das ging schnell. Strom ist abgeschaltet. Dann müssen wir hier ein Ventil schließen. Weil hier bläst Gas rein oder so. Das, was unschwer zu erkennen ist. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal lüften. Da liegt noch jemand, den kann gleich abgeholt werden. Dann gehe ich jetzt erstmal lüften. Nee, das. So, nee. Ich dachte, das ist das Ventil. Weil dann sehen wir drin schon mal mehr. Da liegt auch noch mal einer, habe ich gerade gesehen. Den können wir auch gleich holen. Lagerbrennen, da sind wir schon routiniert drin. Lagerhallen, da haben wir schon ein paar gemacht. Ah, jetzt habe ich das Werkzeug hier abgelegt. Egal, bleibt oben. Vielleicht sind es ja auch nur die drei Leute, die wir safen müssen. Könnte ja sein. Könnte sein. Könnte auch nicht sein. So, Ventil schließen. Okay, es sind nicht alle. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Suchen Ventil und Leute zum Retten. Wo ist meine Brechstange hier? Und dann schauen wir mal. Können hier auch gleich die Fenster einschlagen. Bringt auch immer wieder noch ein bisschen was. Ja. So, Leute suchen, Leute suchen, Leute suchen. Da ist schon mal keiner. Leute suchen, Ventile suchen. Scheiße, es ist doch sehr dunkel noch. Da ist noch mal einer. Da ist das Ventil. Gott sei Dank. Okay, das ist perfekt. Das war nur das eine. Aufs Regal drauf gegangen. Es war jetzt vielleicht nicht die besteste Lösung. Ja, schauen wir mal. Nicht sterben. Perfekt. Oh Gott. Fast kein Leben mehr. Jetzt können wir nur schauen, dass wir noch ein paar. Da liegt noch jemand. Wo brauchen wir eine Power Saw? Die ganzen Türen hier noch öffnen. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Nehmen wir mal hier eine Power Saw. Irgendwo hier drin wird schon eine sein. Machen wir hier hinten gleich auf. Ich hoffe einfach,
gerade, dass die Kollegen, dass es der letzte Kollege ist, den wir rausholen. Das wäre nämlich sehr, sehr gut. Okay, es ist nicht der letzte gewesen. Das heißt, ich hole mir meine Brechstange, noch eine. Und dann suchen wir weiter. Weil hier müssen noch Leute sein. Ich habe Lust, den auch schon mal zum Löschen holen. Ich würde ja schon sagen, dass wir oben noch mal schauen sollten. Nur nicht, Rauchreduzierung ist wahrscheinlich jetzt irgendwie gerade noch nicht so ganz. Hier liegt schon mal keiner. Hier liegt auch keiner. Hier liegt auch keiner. Hier liegt auch keiner. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Aber hier geht es eigentlich auch nicht mehr großartig weiter. Es ist nur noch hinten das gewesen, wo halt das Ventil liegt oder ist. Da liegt noch einer. Das müsste dann der letzte sein. Und der ganz hinten, den holen wir raus. Den müssen wir noch schnell, bevor der irgendwo ins Nevada latscht. Kriegt der mal hier seine Löschposition. Na. Er kriegt die Löschposition und er soll sich auch direkt ein Ding holen. Und wir holen den letzten Kollegen raus. Ich hoffe, dass es der letzte ist. Ich denke schon, dass sie den gar nicht gesehen haben, als wir aufgemacht haben. Ich hoffe, es ist der letzte, weil dann können wir uns auch direkt ausrüsten und dann reingehen. Der soll rein, Alter. Ich hoffe, es ist der letzte. Hoppala, habe ich mit dem Wuschfinger wieder rumgeklickt. Bitte ist der letzte. Yes, perfekt. Dann. Brauchen wir einmal das. Dann gehen wir von dem Fahrzeug aus. Schein von der anderen Seite. Strahlrohr und dann gib ihm. Dann gib ihm, Alter. Und wird jetzt gelöscht. Ich denke nicht, dass wir das in einem Teil fertig kriegen. Aber in zwei Teilen kriegen wir es fertig. Klassischer Lagerhallenbrand. Vorne immer checken, aber da scheint alles schon safe zu sein. Ja, okay, dann geht's hier weiter.
perfektes Lager schon mal gelöscht. Das Regal geht eigentlich relativ flott. Diese Lagerbrände. Einfach ein Regal nach dem anderen. Wir mal die zwei hierher. Der soll die Seite dann übernehmen. Gehen schon mal auf die andere. Ich glaube, da machen wir auch einfach einen Einteiler draus. Würde schon sagen, ja. Das ist noch viel. Ne, ist schon noch viel. Na, ah, gucken wir mal. Entscheid mal. Spontan. Da wieder die Scheide machen, die andere Seite dann. Da kümmern wir uns dann extra noch mal drum, würde ich mal behaupten. Da schmeißen wir das Regal noch. Mal die drei, wo sind die drei? Der soll mal so ein Ding holen. Warte, der soll jetzt warten. Ich mache das Regal noch schnell fertig. Und dann mache ich den Ölbrand schnell weg. Und dann können wir hier das Finale. Mach mal einen Einteiler, komm. So schlimm ist es jetzt hier auch nicht mehr. Oder so viel. Der Kollege auf der anderen Seite jetzt nicht verkackt, dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Aber ich glaube, der verkackt gerade mies.
Da hier noch schön die Fensterscheibe durchgeschossen. Richtig und wichtig. Rauchreduzierung ist jetzt auch geschehen. Okay, jetzt gehen wir schnell wieder drüber auf die andere Seite. Das oberste Etage noch weglöschen. Könnte das. Jawohl, dann gib mir mal das da. Dann lösche ich hier einmal diesen komischen, keine Ahnung, Ölbrand, Chemiebrand, ich weiß es nicht, was es darstellen soll. Aber jetzt haben wir es wirklich auch gleich. Oder fast. Das Regal hier noch. Ich denke, das hier kriege ich mit einem Feuerlöscher aus. Perfekt. Gib mir mal wieder das. Und du holst dir ein neues. Hoppala. Letztes Regal, meine Damen und Herren. Lösch mal schnell das letzte Regal ab. Dann haben wir es gleich. Immer mit auf die andere Seite. Oder vorne brennt es auch noch. Vielleicht gehe ich auch erst dahin. Ach du Scheiße. Das habe ich ja komplett übersehen. Ja, komm, machen wir trotzdem erst vorne fertig. Und dann gehen wir zusammen vor. Eine noch. Das hole ich schnell. Gehen die vor schon mal. Perfektes Regal ready. Und dann gehen wir einmal davor. Erden macht hier Zielschießen durch. Da müsste jetzt mal fast einmal rausgehen oder hier einmal rumlaufen. So lohnt sich das nicht. Hier kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr rein oder ran. Schauen wir mal. Wird sich fast lohnen, einmal komplett außenrum zu, oder? Naja. Könnte reichen. Könnte reichen. Okay, der Kollege kommt schon außenrum. Glück, dass solche Kollegen braucht man, die mitdenken. Okay, ich nehme alles zurück. Er latscht einfach wieder irgendwo anders hin. Ja, er denkt mit. Oder kommt er auch hier rumgelatscht? Ja, er macht verkackt auch. Mann, ihr müsst davor.
Boah, Digga. Wo laufen die denn hin? Komm, das ist es. Jawohl, perfekt. Das war der letzte Einsatz, meine Damen und Herren, vom Missionsupdate 3 bis 5. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in Firefighter Squad, wenn das Missionsupdate 6 bis 8 rauskommt. Nein, keine Ahnung, wenn ich das rechtzeitig sehe, dann werden wir auch direkt beim 6er wieder weitermachen. Und bis dahin, Peace out. Ciao. Jetzt schauen wir noch schnell, wie viel Wasser und dann. Wasser haben wir 660 Liter. Bis dahin, tschüss.